Willkommen im Secret Kids Flug nach China. Keine Panik, ihr sitzt nicht im falschen Flugzeug. Wir sind auf dem Weg, um nordkoreanische Christen zu besuchen. Allerdings über ein paar Umwege. Denn Nordkorea ist ein sehr verschlossenes Land. Es ist das Land, in dem es Christen am schwersten haben, weil sie dort unter extremer Verfolgung leiden, wenn sie an Jesus Christus glauben. Der Führer, er heißt Kim Jong-un, verbietet den meisten Nordkoreanern, das Land zu verlassen und lässt sie streng überwachen. Er will, dass jeder im Land nur ihn und seine Vorfahren allein verehrt. Jeder, der sich ihm nicht beugt, ist in großer Gefahr. Ins Land rein kommen nur besondere Personen und Touristen von China aus. Sie kommen dann zum Beispiel mit der Eisenbahn. Vor Ort wird man streng kontrolliert. Man kann sich als Besucher nicht frei bewegen. Ständig muss einen ein Reiseführer begleiten. Christen so zu treffen, wäre viel zu gefährlich. Die gelten in Nordkorea nämlich als Staatsfeinde. Daher versuchen viele Nordkoreaner, das Land heimlich zu verlassen. Oft auch, um Nahrungsmittel und Medikamente zu besorgen. Denn die Versorgung in Nordkorea ist für viele Einheimische sehr, sehr schlecht. Oft haben sie auch nicht genug zu essen. Viele von ihnen fliehen darum in das angrenzende Land China. Und darum machen sich Johnny und Manu heute in China auf die Suche nach nordkoreanischen Christen. Und da sind wir auch schon. In China. An der Grenze zu Nordkorea. Und wo genau sind wir denn hier? Das hier ist ein Zufluchtshaus. Hier werden Nordkoreaner aufgenommen, die aus ihrem Heimatland geflohen sind. Hey, da seid ihr ja. Hallo. Es ist so schön, euch endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Manu und das hier ist Johnny. Ich bin Sora und das hier ist mein Papa Kwong. Hallo. Sag mal, Sora, ist das eine Bibel, die du da in der Hand hast? Ja, ich habe endlich meine eigene Bibel. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier, magst du sie auch mal halten? Oh, danke. Aber heißt das, du hast vorher noch nie eine Bibel gehabt? Nein, in Nordkorea hat kaum jemand eine Bibel. Ich habe einmal eine ganz kurz aus der Ferne gesehen, aber das ist schon lange her. Sora, wir müssen gleich los. Bist du fertig? Ja, nur noch einen Moment. Jetzt aber schnell, die Schule fängt gleich an. Papa, was hast du da vergraben? Nichts, Sora. Du hast nichts gesehen. Bitte erzähle keinem davon. Hast du verstanden? Okay, versprochen. Gut, lass uns gehen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Han. Ihr dürft euch setzen. Wir haben heute Gäste von der Regierung. Ich möchte, dass ihr euch benehmt und kooperativ seid. Verstanden? Ja, Frau Han. Sehr gut. Meine Herren, bitte kommen Sie herein. Guten Morgen. Ich bin Offizier Yong Jae-gal. Wir sind auf der Suche nach einem bestimmten Buch und dafür brauchen wir eure Hilfe. So sieht das aus. Hat irgendjemand von euch schon mal so ein Buch gesehen? Ja, Sir. Meine Eltern haben so ein Buch. Vielen Dank, kleiner Junge. Nehmt den mit. Nein, nein, nein! Du, Papa. Heute waren Soldaten bei uns in der Schule. Und sie haben nach etwas gesucht. Nach dem Buch, das du heute Morgen im Garten vergraben hast. Bitte sag, dass du nichts verraten hast. Nein, das habe ich nicht. Das habe ich dir doch versprochen. Aber Papa, was ist denn so schlimm an diesem Buch? Das Buch, nach dem die Soldaten gesucht haben, ist eine Bibel. Und die Bibel ist hier verboten. Wenn herauskommt, dass ich so ein Buch besitze, werden sie mich in ein Arbeitslager bringen. Arbeitslager? Wegen einem Buch? Ja, darum ist es so wichtig, dass du keinem davon erzählst. So, wir sind da. Sora, du bleibst hier mit den anderen Kindern und hältst Ausschau. Sobald jemand kommt, der euch verdächtig erscheint, gibst du uns ein Zeichen. Kann ich nicht mit reinkommen? Ich möchte auch mal sehen, was ihr dort unten so Geheimes macht. Nein, du musst Ausschau halten. Aber warum denn? Sora, du weißt doch, dass das eine wichtige Aufgabe ist. Bitte pass einfach auf, okay? Na gut. Und denk an das Zeichen. Sora, ist alles okay? Ja, es ist nun nicht so einfach, diese Geschichte zu erzählen. Wir haben nur eine Sekunde nicht aufgepasst und auf einmal waren sie überall. Wer? Die Regierungsbeamten. Sie haben unser Gebetstreffen gestürmt und mich festgenommen. Kommt dir dieses Buch bekannt vor? Sprich mit mir. Ist das deine Bibel? Ja,
Das ist meine Bibel. Dir ist schon bewusst, dass der Besitz einer Bibel verboten ist, oder? Was denkst du eigentlich, wer du bist, unseren Führer Kim Jong-un derart zu beleidigen? Ich habe ihn nicht beleidigt. Ach ja? Und was denkst du dann tust du, wenn du diesen Gott aus diesem lächerlichen Buch anbetest? Der Einzige, dem du Gehorsam leisten sollst, ist der Führer. Ihm gebührt alle Ehre. Meine Ehre gebührt nur Gott. Was hast du da gerade gesagt? Erst wagst du es, eine Bibel in deinem Garten zu vergraben, und jetzt stellst du dich auch noch so gegen unseren Führer? Ich glaube, wir müssen dir auf andere Weise deutlich machen, was es bedeutet, Nordkoreaner zu sein. Wache! Aus meinen Augen mit diesem Verräter! Und dann haben sie mich in ein Arbeitslager gebracht. Aber warum hast du das denn gemacht, wenn du wusstest, dass es verboten ist? Ich meine, die Bibel ist ein tolles Buch, aber dafür sein Leben aufs Spiel zu setzen? Johnny, die Bibel ist Gottes Wort. Gott spricht durch sie direkt zu uns. Ist das nicht so viel mehr wert, als in Sicherheit zu leben? Aber Kwong, wenn du in ein Arbeitslager gebracht wurdest, wie kommt es, dass du dann heute hier in China bist? Ich habe einige Jahre im Arbeitslager verbracht. Die Zeit dort war unglaublich schwierig. Ich musste jeden Tag stundenlang schuften. Es gab kaum etwas zu essen und zu trinken. Ich wurde sogar gefoltert. So haben sie versucht, mich dazu zu bringen, Jesus nicht mehr zu folgen. Aber durch die Kraft, die Jesus mir gegeben hat, konnte ich standhaft bleiben. Jedes Mal, wenn ich dachte, dass ich nicht mehr kann, fiel mir ein Bibelvers oder eine Geschichte aus der Bibel ein. Und dann wusste ich, wenn Jesus bei mir ist, schaffe ich alles. Und so hat Jesus mich immer wieder ermutigt und mir neue Kraft geschenkt. Und eines Tages gelang es mir dann tatsächlich zu fliehen. Ich war an dem Tag zur Arbeit im Steinbruch eingeteilt und aufgrund eines Unfalls waren die Wachen für längere Zeit abgelenkt. Und auf einmal hat eine Stimme zu mir gesagt, lauf! Also habe ich das gemacht. Ich bin gelaufen und gelaufen, bis ich das Arbeitslager nicht mehr sehen konnte. Wow, das ist ganz schön mutig. Aber hallo! Ja, mein Papa ist richtig mutig. Und bald wird er sogar zurückgehen. Zurück? Nach Nordkorea? Aber warum das denn? Die Menschen dort brauchen Gottes Wort. In Nordkorea weiß kaum jemand etwas aus der Bibel. Nur ganz wenige hatten die Möglichkeit, jemals darin zu lesen. Ich werde zwar keine Bibel nach Nordkorea bringen können, aber ich kann Jesu Botschaft dort trotzdem verkündigen und den Menschen die Geschichten aus der Bibel erzählen. Und wer weiß? Vielleicht wird Gottes Wort auch Sie in schwierigen Situationen dazu ermutigen, weiterzumachen und an ihm festzuhalten. Wow, Kwong, das ist wirklich eine große Aufgabe. Mir war echt nicht bewusst, wie kostbar die Bibel sein kann und wie wichtig sie in schweren Zeiten ist. Dürfen wir für dich beten, Kwong, dass du eine sichere Reise hast und ganz viele Menschen mit Gottes Wort ermutigen kannst? Es wäre mir eine Ehre, Johnny. Der Weg nach und aus China ist extrem gefährlich. Betet bitte um Erfolg und um Schutz auch für andere nordkoreanische Christen, die diesen riskanten Weg auf sich nehmen, um die Kirche in Nordkorea am Leben zu erhalten. Das werden wir tun.